Wenn es in den Bündner Bergen Frühling wird, kommen auch Zugvögel von ihrer langen Reise zurück. Draussen wird es jeden Tag wärmer und die Bäume fangen noch die Snow an zu blühen. Das gefällt auch den beiden Steinböcken, am Can und am Tschatschen. Schau, Can, Zugvögel haben auch gemerkt, dass es bei uns noch viel schöner ist als im Süden. Ja. Heute ist der Tschatschen schon besonders früh wach und auch der Can ist schon purlimunter, weil heute ist Frühlingsputztag. Und wie jedes Jahr sagt der strenge Rotfuchs Norbert, was es zu tun gibt. Damit alle Tiere mithelfen, hat er sich einen Wettbewerb ausgedacht. Mit einem richtig tollen Preis. Das Tier, das am besten geschaffen hat, darf das ganze Jahr durch auf dem saftigen Goldwiesli liegen. Der Can und der Tschatschen wollen darum unbedingt gewinnen. Ob ihnen das echt gelingt? Hast du gewusst, Can, wenn wir glänzen wollen, muss es glänzen. Das hast du aber glänzend gesagt. Gell? Los, komm, wir gehen zu grossen Fichten. Wie jedes Jahr startet der Wettbewerb bei den grossen Fichten. Aber was ist denn da los? Die anderen Tiere sind ja schon alle da. Das Murmeltier Madeleine, die Gems Lena, der Bartgeier Gandrian, der Hirsch Jori und sogar der Luchs Leo ist vorbeigekommen. Obwohl der lieber zur Nacht unterwegs ist und am Morgen sonst gerne ausschläft. Alle da? Ja! Ja, bereit! Alle bereit? Bereit! Bereit! Heute wird geschafft, Freunde! Jawohl, los geht's! Der Norbert plustert sich wichtig auf. Er sieht jetzt aus wie eine rote Pelzkugel. Psst, Can! Der Plagueur meint, er schickt der Geschichtst. Dabei bin ich noch ein der Gescheiderer. So, Ruhe bitte! Ich will anfangen. Schätzte Tiere aus unserem schönen Kanton Graubünden. Heute ist der große Tag, an dem wir eine besondere Aufgabe miteinander lösen. Ja, Papperlapapp. Komm auf den Punkt, Kollege. Der Bartgeier Gandrian wird langsam ungeduldig. Und auch Madeleine möchte gerne anfangen. Wann geht's endlich los? Pfeift sie. Doch der Fuchs Norbert ist heute nicht zu bremsen. Ruhe! Ich bin noch nicht fertig. Noch lange nicht. Also, wir putzen gründlich, sauber und fair. Mögt ihr Besten unter euch gewinnen. Und ihr wisst... John, wächst mich, wenn der fertig ist. Ja, bis der Kerl fertig geredet hat, ist es schon wieder Herbst. Der Norbert ist wie jedes Jahr auch Schiedsrichter. Nachdem er die Regeln noch mal wiederholt hat, ist es endlich soweit. Der Norbert verkündet die erste Aufgabe. Als erstes muss alle Schnee von der Stein weg. Wie ihr das macht, ist mir egal. Jeder macht, wie er es will. Geschafft wird, bis der Schatten von der grossen Fichte auf meinen Kopf fällt. Jedes Tier kriegt vom Norbert eine Stelle zuteilt, wo es der Schnee wegschmelzen soll. Beim Can und beim Tschatschen sind das die grossen Steine. Steine sind schon faulig höge, he? Die liegen nur rum. Ja, und wir müssen sie noch waschen. Alle Tiere haben einen Plan, wie sie den Schnee wegkriegen. Der Hirsch Jori schlägt ihn mit seiner langen Zunge weg. Der Bartgeier Gandrian flattert so fest mit seinen Flügeln, dass der Schnee wegstäubt. Aber die beste Idee hat der Tschatschen. Mit seinem dicken, warmen Bauch legt er sich zmitzt auf einen Schneehaufen. Hilfe, ja! Hilfe! Nur bei der Gems Lena klappt das nicht, wo sie ihm das nachmachen will. Die Lena rutscht in einem Tempo den Hügel durchab. So, Freunde! 3, 2, 1, die Zeit ist vorbei! Der Norbert verkündet, wer die erste Runde gewonnen hat. Es sind die beiden Steinböcke, Can und Tschatschen. Mit dem schlauen Bauchtrick vom Tschatschen haben sie am meisten Schnee geschmolzen. Der Tschatschen platzt fast vor Stolz. Ich bin der Best! Ja, eigentlich bist du ja nur gelegen. Ja, auch liegen musst du können. Plötzlich hören sie ein lautes Schluchzen. Ich hätte auch gewinnen. Die Gems Lena ist traurig, weil sie keinen einzigen Punkt geholt hat. Dabei würde sie so gerne auf saftigen Goldwiesli liegen. Der Can und der Tschatschen haben Mitleid mit der Lena. Sie darf jetzt auch beim Steinbock-Team mitmachen. Die Lena macht vor Freude einen Luftsprung. Yippie! Und schon gibt es die nächste Aufgabe. Jetzt heisst es Blüten abstauben. Als Hilfe
darf jedes Tier eine Profibiene auswählen. Jan, die Bienen, die summen so schön. Ja, glaubst du, sie könnten auch singen?